Ja, die ist ganz schön an mir vorbeigeflogen, du. Also es hätte uns Auge gehen können, du. Hi GQ, mein Name ist Jakob Roth und ich zeige euch heute meine Tennis-Essentials. Das hier ist ein Weekender und seitdem das so angefangen hat bei mir mit Social Media, bin ich wirklich gefühlt in jeder Woche in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Und da erleichtert mir so ein Weekender eigentlich so ziemlich alles. Da passt alles rein, der ist groß genug. Ich kann mich auch mal verstecken am Flughafen, wenn es eine unangenehme Situation gibt. Wie viele Tage ich mit so einer Weekenderfüllung auskomme, ist unterschiedlich. Kommt immer auf die Unterhosen drauf an, muss ich ganz ehrlich gestehen. Manchmal nehme ich mehr Unterhosen mit, dann hält es ein bisschen länger. Manchmal drehe ich die auch einfach nach 7 Tagen. Aber das ist nein, Spaß. Ja, ich würde so sagen, so eine Weekenderfüllung, je nachdem, wenn es zur Fashion Week geht, dann reicht es vielleicht für 2 Tage. Wenn es aber wirklich einfach nur zum Urlaub geht, da hält das schon ein bisschen länger. Da kann man das T-Shirt zweimal anziehen. Ja, ungefähr genauso schnell habe ich mich damals auch über den Platz bewegt. Das sind meine Fußballschuhe. Ich habe 15 Jahre lang leidenschaftlich Fußball gespielt. Auch jetzt manchmal, wenn wir bei Fashion Week sind und mal einen Day Off haben, geht's mit den Jungs auf den Bolzplatz, dann wird gekickt, 90 Minuten mal das Handy weglegen. Ich würde mal sagen, ich hatte einen starken rechten Fuß, deswegen ist er auch ein bisschen mehr abgenutzt. Der linke war eigentlich nur zum Stehen da, bin ich ganz ehrlich. Aber dafür hatte ich einen Zauberfuß mit rechts. Und ja, es tut gut, auf dem Sportplatz zu sein, auch immer, wenn ich zu Hause bin. Bei meinen Jungs aus dem Dorf wieder, ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden. Und da gehört Kicken wirklich dazu, die ganze Woche über, nach der Schule, Wochenends. Und da spiele ich manchmal tatsächlich auch noch in der Kreisliga. Also wenn ich nach Hause komme, versuche ich, die Treter zu schnüren und dann 1, 2 Buden zu verwandeln. Ein Traum von mir wäre es auf jeden Fall mal auch, in einem Stadion zu spielen. Vielleicht für einen guten Zweck oder einfach mal Lattenschießen gegen irgendeinen Profi. Das wäre auf jeden Fall nice. Ich bin gerade ein Riesenfan von Musiala. Nicht nur wegen den Maultaschen, sondern auch wegen seinem Zauberfuß. Also, wenn du mal gegen mich Lattenschießen machen willst, sag Bescheid. Maultaschen gehen auf mich. Okay, ja, das sind meine Beauty Essentials. Wir haben hier einen Parfum von Ralph Lauren, Ralph's Club. Muss ich sagen, riecht wirklich gut. Mein Trick, wie man Parfüm aufträgt, ist einfach ein Spritzer an die Hand, einmal an den Hals, zweimal an den Hals und dann nochmal verreiben. Ja, und dann riecht man gut den ganzen Tag. Ist auf jeden Fall ein Lifesaver. Und wie ihr seht, meine Augenbrauen sind ein bisschen dicker als die Durchschnittsaugenbrauen, würde ich behaupten. Um die unter Kontrolle zu halten, brauche ich ein Eyebrow Glue. In der Schule damals, als ich noch nicht meine Augenbrauen irgendwie zurechtgezupft habe, habe ich auch das Wort Monobrau öfter zu hören bekommen. Jetzt sehe ich so ein bisschen als, ja, als Unikat vielleicht. Habe ich mal einen Weg gefunden, die zu zupfen, habe mir ein paar YouTube-Tutorials angeguckt und seitdem versuche ich meine Eyebrows auf Fleek zu halten. Kleines Tutorial, wie man seine Augenbrauen in Form bekommt. Man schraubt den ganzen Spaß auf. Dann streift man ein bisschen ab, weil sonst ist es zu viel Kleber. Und dann streicht man das hier so in die Augenbrauen und bekommt dann eben so ein bisschen definiertere Augenbrauen. Das Ganze macht man rechts und links. Und dann hat man eigentlich schon wieder fresh Augenbrauen. Ich hoffe, es sieht gut aus. Und die halten. Und so ist das eben auch ein Beauty Essential für mich. Mein nächstes Essential ist eine Cap, die ist von Emilia und Dor. Sehr, sehr nice, aufstrebende Brand. Und so eine Cap verdeckt auf jeden Fall jeden Bad Hair Day. Also man kann sich morgens 15 Minuten sparen und muss länger schlafen. Und ansonsten, wenn man mal rausgeht, mittlerweile werden wir auch öffentlich erkannt. In Deutschland, aber auch all around the world, weil TikTok sehr, sehr international ist. Also es ist immer schön, Leute zu treffen, die das mögen, was man macht. Aber manchmal ist man einfach nicht im Mut. Man hat 3 Stunden geschlafen, nicht gut gefrühstückt. Und dann fühlt man sich nicht so und dann gibt es einfach die Cappy und dann die Scheuklappen an und dann erkennt einen keiner. So, mein nächstes Essential ist eine Polaroid-Kamera. Manchmal habe ich das Gefühl, es passiert so viel Tag ein, Tag aus, dass ich vergesse, was passiert und dann habe ich wie so ein Bilderbuch zu Hause, wo ich ab und zu mal reingucke. Und hier ist so eine kleine Auswahl an Polaroids, die ich jetzt mal privat mit euch teile. Das ist, würde ich sagen, so mit eines meiner Favorites, weil es mit mir und meiner Familie ist. Das war an Weihnachten, das war hier in Berlin. Ich bin sehr, sehr dankbar für meine Familie, dass sie mich da so unterstützt bei allem, was ich mache. Die hören mich sehr, sehr selten, sehen mich sehr, sehr selten, aber ich bin sehr, sehr dankbar für den Support von zu Hause. Was haben wir noch für Polaroids? Wir haben hier ein Bild von mir beim Essen.
Es war kurz vor der Tommy Hilfiger Show New York, Fashion Week, und die ganze Fashion-Szene ist nicht immer so glamourös, wie man denkt. Manchmal geht es einfach darum, möglichst schnell irgendwas zu essen. Dann, das ist auch so ein Highlight-Bild von mir, das ist Madonna beim Feiern. Da habe ich auch in New York getroffen. Die Dame ist ja mittlerweile schon etwas älter, aber sieht immer noch Bombe aus und verbreitet auch Bombenstimmung. Also, wir sind in diesen Club gekommen und irgendwie all eyes on her. Und sie hat es auch genossen und ordentlich gefeiert, und auf einmal steht man mit Madonna an einem Tisch und denkt so, krass. Hast du mit ihr getanzt? Ich habe nicht mit ihr getanzt, nee. Ich glaube, wir waren auf unterschiedlichen Levels unterwegs an dem Abend. Also vielleicht kommt es nochmal dazu, dass ich auch mit Madonna einen Wiener Walzer tanze, aber wahrscheinlich nicht in diesem Leben. Ein Bild würde ich jetzt von euch auch gerade nochmal machen, wenn es okay ist. Kriege ich eure Einwilligung? Ja? Okay. Dann alle Kopf schief, Peace. Okay. 3, 2, 1. Scheiße, die ist aus. Ja, die ist ganz schön an mir vorbeigeflogen, du. Also es hätte uns Auge gehen können, du. Das ist so eine kleine Hand, auch Tiny Hand genannt oder Tiny Hands. Ich habe insgesamt davon 4. Und das ist so ein Gag, den ich gerne mitnehme, wenn ich abends auf Partys gehe oder auf irgendwelche Veranstaltungen. Weil ich finde es immer ein guter Icebreaker, wenn man dann zu den Leuten kommt und dann auf einmal schüttelt man denen mit so einer kleinen Hand die Hand. Ist immer lustig. Also der erste Lacher am Abend ist garantiert, auch wenn danach keine mehr folgen. Und ich habe das zum Beispiel bei Fai Katra gesehen damals. Der hatte so eine Tiny Hand auf so einem Bild und hat so ein Selfie gemacht mit so einer Hand. Fand ich mega lustig, habe ich auch bestellt. Funny Story, ich habe ihn in Mailand getroffen während der Fashion Week. Und dann bin ich kurz ins Gespräch mit ihm gekommen, er wollte gerade gehen. Und da wollte ich ihm Tschüss sagen und habe auch diese kleine Hand rausgeholt und sagst so, ja, okay, tschüss, wir sehen uns. Und er fand es auch voll lustig. Und danach hat er mir tatsächlich sogar seine Handynummer gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur an der Hand gelegen hat, aber wenn ihr Handynummern einsammeln wollt, ich sag's euch, so eine Tiny Hand ist auf jeden Fall ein magischer Faktor. Viele Leute denken jetzt vielleicht, ich lese. Ich lese nicht, ich schreibe. Man sieht, es ist nicht so krass vollgeschrieben. Da sind so kleine Anmerkungen, die ich mal wieder umsetzen sollte. Aber hauptsächlich sind eigentlich Motivationssprüche drin, die ich so über die Zeit aufgeschnappt habe und mir ab und zu mal durchlese, wenn es mir nicht so gut geht. Jetzt hier zum Beispiel ist eher Mama anrufen, Papa anrufen. Versuchen einmal die Woche. Es tut mir leid, ich schaff's nicht. Also ich habe auch echt eine Sauklaue, ne? So meine Lieblingsquotes. Look around, be thankful. Ich glaube, wir sind alle, vor allem auch, wenn man sieht, was in der Welt passiert, in einer sehr, sehr guten Position hier in Deutschland. Und wir können uns echt sehr, sehr froh schätzen oder glücklich schätzen für das, was wir haben. Und ich habe ja damals auch noch so Goals und so reingeschrieben. So attend, Gucci Show, Prada Show und so. Und das versuche ich ja manchmal abzuhaken, ja. Das ist somit eigentlich, das ist eigentlich mein Lieblingsquote. If you can dream it, you can do it. Von Walt Disney damals. Da glaube ich ganz fest dran, weil ich glaube, wenn ich mir das vorstellen kann, ist es schon in irgendeiner Form Realität. Man muss nur den Weg dann finden. Und dabei hilft mir mein kleines, aber schlaues Buch. Also mein Lebensmotto ist, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jetzt dürft ihr auch eigentlich auch lachen, aber es ist okay. Können wir auch Jakob den Philosophen nennen, wenn du wollt. Das sind meine Fischflops. Sind so, ich will jetzt nicht sagen, meine Lieblingsschuhe, aber gehören auf jeden Fall zu den Top 3 dazu. Jeder, der mich kennt, jeder, der meine Stories bei Instagram sieht, ist und weiß, dass ich ein riesen Fischflops-Fan bin. Und wenn ich die zu Hause trage und mich die Jungs immer angucken, hast du schon mal deine Fischflops an? Ja, ich find's irgendwie cool. So kleine Sachen versüßen mir irgendwie den Tag. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann auf die Straße gehen würde. Ganz ehrlich, außer vielleicht zum Angeln. Das ist auch mein Outfit heute dazu. Ich warte noch auf den Tag, dass ich die einmal bei einer Fashion Show trage, aber ich glaube, dann tötet mich mein Team. Reißt mir den Kopf ab. Naja. Ich liebe sie trotzdem, meine Fischflops. Schnelle Beats. Schnelle Beats. Bo, bo, bo. Ja. Seid ihr bereit? Fühlt ihr euch bereit? Für den Laserblick. So Leute, mein nächstes Essential ist eine schnelle Brille. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich damit ziemlich schnell unterwegs. So eine schnelle Brille, ich weiß nicht, ich glaube, die hat 2021 an Bedeutung gewonnen. Wenn man abends weggeht, ist irgendwie ganz cool. Ist auch wieder so ein Catcher, genau wie die Hand. Ist aber auch, wenn die Sonne strahlt, natürlich auch gern gesehen. Modisches Accessoire auf den Fashion Weeks. Die zum Beispiel gibt mir so irgendwie Justin Bieber Vibes. Ich finde, die könnte Justin Bieber tragen, jetzt mit so einer rosa Snapback irgendwie. Und dann fühle ich mich direkt wie Justin Bieber.
so halb halt. Spaß beiseite, aber ich finde irgendwie so, manchmal, wenn man Sonnenbrillen trägt, schützt natürlich nicht nur die Identität, wie wir wissen, sondern gibt mir auch irgendwie mehr Confidence. Hab coolere Dance-Moves drauf. Und deswegen ist so eine schnelle Brille auch mal ganz cool. Wir haben zum Beispiel auch jetzt angefangen, Musik zu machen. Mal gucken, wann da irgendwas kommt. Vielleicht kann ich mich dann wirklich mal wie Justin Bieber fühlen. Was man zu Musik sagen kann, die wir jetzt angefangen haben zu machen. Wir waren jetzt 3 Tage in LA im Studio und haben da uns ein bisschen rumprobiert und es hat sich echt, würde ich sagen, gut angehört so. Wenn es nicht so wäre, würde ich das, glaube ich, auch offen und ehrlich sagen. Und ja, da bauen wir jetzt ein bisschen drauf auf, nehmen Gesangscoaching. Wir haben jetzt keinen zeitlichen Stress, irgendwas rauszubringen, sondern wir wollen es möglichst cool machen. Good Vibes, sehr jugendlich, sehr poppig. Aber mehr kann ich, glaube ich, da nicht verraten. Lasst es auf euch zukommen. Ich glaube, es wird cool. Es ist diskussionsbedürftig. Es riecht streng, schmeckt aber in der richtigen Kombination sehr, sehr gut. So eine Harzer Rolle oder so ein Skier. Man denkt am Anfang, boah, nicht so nice. Hier alle verziehen auch schon das Gesicht und es riecht auch schon durch die Verpackung. Aber mit süßem Senf schmeckt es wirklich gut. Und ich würde das nicht überall mit hinnehmen, weil sonst stinkt hier einfach nach Käse. Aber es hat die besten Nährwerte, fast nur Eiweiß. Also ist der perfekte Fitness-Snack, diese Harzer Rolle mit süßem Senf. Ich kann es euch mal demonstrieren. Man braucht eigentlich nur einen Löffel. Man kann es theoretisch auch dippen. Nehme so ein bisschen süßen Senf und mache die hier so an die Ecke. Und dann beiß ich eigentlich einfach ab. So. Und esse es. Und es schmeckt eigentlich echt voll gut. Ich glaube, es ist mehr der süße Senf, der gut schmeckt. Aber in Kombi hat man gute Nährwerte und der süße Senf übertönt so ein bisschen den Geschmack. Und so kriegt man so relativ schnell mit so einer Packung viel Eiweiß runter. Und schmeckt. Aber es schmeckt wirklich besser, als man denkt. Probiert es zu Hause aus. Okay, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, meine 10 Essentials haben euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr GQ Essentials schauen wollt, dann habt ihr hier und hier die Möglichkeit, weiter zu zappen. Schaut euch die anderen Essentials an und viel Spaß dabei. Peace. Ihr guckt alle so, als wäre ich jetzt hier beim Dschungelcamp oder so und müsst jetzt hier irgendwie was Schlimmes essen. Wollt ihr mal probieren? Achtung. Okay. Ich fühle mich hier gerade wie in so einer Schulkantine. Und ich esse jetzt den letzten, okay? Nice. Mm.